Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Spielerberater Michael Stevens und Sohn von Huub Stevens seine persönliche Traumelf vor. Guten Tag, mein Name ist Michael Stevens und das ist mein persönlicher Traumelf. Ich fange erstmal an mit dem Torwart Edwin van der Sar. Dann als Innenverteidiger Jaap Stam. Als linker Innenverteidiger eine unserer Klienten, Thomas Vermaan. Dann als rechter Verteidiger Stevens, egal welcher. Als linker Verteidiger Roberto Carlos. Ich habe diese vier Namen gewählt, natürlich, weil ich finde, dass mein Vater früher ein sehr, sehr guter Spieler war. Konnte sowohl rechter Verteidiger als Innenverteidiger spielen, hat später auch noch auf der Sechs gespielt. Deswegen finde ich, dass er drin gehört. Jaap Stam, immer selber mein Idol gewesen, von da muss er drin natürlich sein. Thomas Vermaan ist einer unserer Klienten. Ich bin der Meinung, er hat etwas zu viel Verletzungspech gehabt, aber ich denke, dass er ein sehr, sehr guter Innenverteidiger ist mit einem sehr guten Linksfuß. Auch sehr kopfballstark, deswegen finde ich, dass er drin gehört. Und Roberto Carlos hat mich immer sehr imponiert mit seiner Schnelligkeit und seinen Dribblings und seiner 1-gegen-1-Aktion, sowohl defensiv als offensiv. Und deswegen bin ich der Meinung, dass er drin gehört. Im Tor van der Sar ist meiner Meinung nach immer der beste Welttorwart gewesen. Und ich kenne ihn auch privat, verstehe ihn sehr gut. Und ich denke, dass er da einfach auf diese Liste drauf gehört. Dann geht es weiter mit dem Doppel-6. Ich fange an mit einer guten Freund oder guter Bekannte von mir, Marc van Bommel. Dazu gibt es noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe zusammen mit meinem Vater in einem Urlaub, wo wir uns zufälligerweise getroffen haben, mit Bert van Marwijk, der heutige Nationaltrainer von Niederlande, und Marc van Bommel, zu einem Fußballtennis verabredet und natürlich haben die Stevens gewonnen. Als zweiter Sachser Paul Scholes. Meiner Meinung nach einer der besten Mittelfeldspieler jeweils gewesen, sowohl bei Manchester als auch international. Und deswegen finde ich, dass er darin gehört. Dann kommt für mich auf der rechten Außenbahn Kazuko Honda. Auch einer unserer Klienten, ich halte sehr viel von ihm, sehr guter Schusstechnik, sehr kreativ, spielt jetzt in Russland und bei CSKA Moskau und ich denke, dass er sicherlich noch seinen Weg gehen wird. Dann auf der linken Außenbahn Ryan Giggs. Auch er, meiner Meinung nach, einer der besten Spieler, immer noch aktiv. Das zeichnet nicht aus, dass er jetzt immer noch fit ist. Ja, das ist einfach brillant und sehr hohe Fußballintelligenz, sehr dribbelstark. Und der gehört auch auf meine Liste drauf. Dann auf der 10 nehme ich Lionel Messi. Im Moment nach meiner Meinung der beste Fußballer, der es im Moment auf der Welt gibt. Deswegen muss er sicherlich bei mir spielen. Und vor ihm spielt unser Stürmer Robin van Persie. Auch Robin, meiner Meinung nach brillanter Stürmer, hat im Moment einen sehr, sehr guten Lauf, leider ist er verletzt. Und ich denke, dass er sicherlich einfach eine sehr brillante Technik hat, einen sehr, sehr guten linker Fuß und ist auch unser Top-Klient bei der SEG. Und ich denke, dass er auf diese Liste auch drauf gehört. Also das ist mein Traumelf. Vielen Dank, Michael Stevens. Hallo Sven, hallo Timo. Ja, zwei Spieler aus seiner Berateragentur hat er aufgestellt. Ansonsten ein bunter Mix, aber einige davon kennt er tatsächlich.
Ja, und wen wundert's? Einige Holländer dabei. Natürlich mit Edwin van der Sar oder Jaap Stam, wirklich ja, Idole in Holland, die jahrelang auf ganz, ganz hohem Niveau, auch internationalem Vereinsfußballniveau gespielt haben. Und mit Thomas Vermaelen, einem aktuellen Spieler, den ich sehr, sehr mag und schätze. Er spielt bei Arsenal wirklich eine hervorragende Rolle. Ist Innenverteidiger, aber mit sehr, sehr viel Offensivdrang. Also, das ist einer, von dem wir, glaube ich, noch viel, viel hören werden. Oder muss ich mich gegebenenfalls korrigieren? Ich glaube, der Vermaelen ist auch bei der Agentur unter Vertrag, für die Stevens arbeitet. Aber gut. Ja, du hast Jaap Stam angesprochen. Der war ja jahrelang Rekordhalter, was die Ablösesummen für Abwehrspieler angeht. Und ich meine, was ich nett finde, ist, dass er einen Stevens aufgestellt hat. Wer jetzt, gut, spielt in dieser Elf vermutlich keine allzu große Rolle. Honda finde ich ganz interessant. Den sieht man auch nicht so häufig. Der wird meines Erachtens nach auch wirklich ein bisschen unterschätzt. Das ist schon ein wirklicher Spieler internationalen Kalibers. Aber gut, der geht halt häufig in solchen Mannschaften oder in solchen Traumelf-Mannschaften einfach unter, weil es da dann einfach noch bekanntere Spieler gibt. Deswegen finde ich es ganz nett, dass er ihn mal aufgestellt hat. Und ja, so eine Legende wie Roberto Carlos auf links finde ich auch mal wieder ganz nett. Ansonsten sind wir uns wohl sicherlich einig, dass wir gerne gesehen hätten, wie die Stevens van Marwijk bzw. van Bommel auf dem Platz versohlen. Aber gut, das wird uns leider nicht mehr vergönnt sein. Ich bedanke mich, Sven. Vielen Dank, Timo. Ein herzliches Dankeschön an Maike Stevens und natürlich an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.